Ich habe jetzt alle 14 Models gesehen. Mein Kopf sprudelt. Und ich muss mir jetzt nochmal Gedanken machen. Ist das richtig, was in meinem Kopf ist? Mache ich das so? Oder auch nicht? Wenn du es jetzt schon hinter dir hast und einen Job kriegst, dann bist du erstmal in Anführungsstrichen entspannter. Oh Gott. Ich will es jetzt und unbedingt. Und es wäre so, so, so schön, wenn ich da laufen dürfte. Ich schätze meine Chancen aktuell so 50-50 ein. Ich sag jetzt so einen ganz blöden Satz, den immer jeder sagt. Ich hätte damit nicht gerechnet, aber das war nicht leicht. Als Designer hat man so einen Look im Kopf, den man haben möchte, um das, was man 6 Monate fabriziert hat, in die Welt rauszutragen. Und dann ist es diesmal eine sehr spezielle Show, weil alles anders ist. Und wir haben einen Catwalk, der knapp 200 Meter lang ist. Yes. 200 Meter. Das heißt, für Newcomer echt eine Herausforderung, weil es ist auch für uns eine Herausforderung. Also, jetzt wollt ihr es wissen, ne? Ja. Nicole. Ich freue mich so, das ist so cool. Ja, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das so begreifen soll. Ich möchte noch was sagen. Und jetzt tue ich etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Ich werde jetzt noch ein Model buchen, das es mir heute sehr schwer gemacht hat und wovor ich auch ein bisschen Angst habe, dass das schiefgehen könnte. Du ahnst es wohl. Und du musst mir etwas versprechen. Bitte. Ich weiß nicht, wie viel freie Zeit du hast, aber verbringe sie damit, laufen zu lernen. Die muss üben, 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 üben. Das Vertrauen, was ich jetzt ihr gebe, das wünsche ich mir jetzt von ihr auch zurück. Dieser Catwalk ist 200 Meter lang. Und ich möchte nicht, dass es für mich komisch wird, nicht für dich und auch nicht für Heidi. Ja. Aber ich konnte nicht anders, weil du hast genau das, was ich haben will. Ich muss mir endlich mal mehr zutrauen. Genauso wie er das jetzt gemacht hat. Und ich hoffe, also ich werde mich anstrengen, ich werde ihn nicht enttäuschen. Und ich freue mich einfach unfassbar. Stopp, 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 stopp. Ihr seid mich auch nicht los. Wir sehen uns Ende der Woche bei der Entscheidung. Ich bin nämlich euer Gastjuror diese Woche. Ja. Es war mir wirklich eine Ehre und eine Freude. Vielen Dank. Danke. Danke. Auch. Was mir aufgefallen ist, was einige von euch machen, wenn ihr zurücklauft, also ne, ihr lauft ja vor, Post eben, weiß, dann lauft ihr zurück. Ich weiß, und dann kommt. Bleibt ihr so stehen. Ja. Und das macht man nicht auf dem Laufsteg tatsächlich. Ja, man dreht sofort um und guckt wieder ihn an. Es ist schon krass, wie viel man von Nicole lernen kann. Also wenn ich so irgendwie zurücklaufe, dann drehe ich mich langsam, also nicht zu schnell, sondern macht es so mit Ruhe. Ich glaube, ich habe das Talent zu sehen, was andere so falsch machen beim Laufen. Und ich helfe so gern. Ich weiß, wir sind hier Konkurrenten und ich sollte zusehen, dass nicht alle so gut werden. Aber ich kann da nicht aus meiner Haut. Ich helfe da gern. Du, ich weiß, ja, was du doch, machst. Aufsetzen, du lässt dann den Fuß zu gerade. Du lässt ihn so und dann versuchst du hier so rüber, ja, zu drehen. Und aber ich drehe ihn schon direkt rüber. Ach, du hast schon den, genau, den letzten Schritt hast du schon. So, genau. Ja. Ah, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Nina hat es viel besser gemacht, als wir eben geübt haben. Diese Tipps, die ich ihr gegeben habe, hat sie sehr gut umgesetzt und konnte das gleich viel besser, fand ich. Mein Fazit des Tages ist, glaub an dich selber.
so wie Kilian es tut. Und ich gehe mit einem richtig positiven Gefühl im Bett. Ich meine, ich habe jetzt von der Castingwoche den ersten Job bekommen. Ich glaube, ich darf sehr stolz auf mich sein und das bin ich auch. Und ich freue mich einfach.